Ja, jetzt geht's offenbar los. Der Innenminister ist auf dem Weg in den Saal. Ein Ergebnis würde dieser Wahl gut tun, das denken wir hier alle. Und ich denke, es ist jetzt soweit. Der Innenminister Wolfgang Sobotka tritt hier ans Pult. Und jetzt erfahren wir, wie diese Wahl zu Ende gegangen ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Zuseherinnen und Zuseher, die Wahlkarten, die zur Briefwahl verwendet worden sind, wurden von den Bezirkswahlbehörden nun endgültig und vollständig ausgezählt und ausgewertet. Sämtliche Landeswahlbehörden haben die Ergebnisse an das Bundesministerium für Inneres eingemeldet. Es liegt mir nun ein vorläufiges Endergebnis des zweiten Wahlganges zur Bundespräsidentenwahl 2016 vor, das ich Ihnen im Folgenden noch mitteilen möchte. Die Zahl der Wahlberechtigten betrug 6.382.507. Es wurden 4.643.154 Stimmen abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 72,7%. Davon waren 165.212 Stimmen ungültig und 4.477.942 Stimmen gültig. Diese gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Wahlbewerber. Auf Ingenieur Norbert Hofer entfallen 2.223.458 Stimmen. Das entspricht einem Prozentausmaß von 49,7%. Auf Dr. Alexander van der Bellen entfallen 2.254.484 Stimmen. Das entspricht einem Prozentausmaß von 50,3%. Das endgültige Ergebnis der gestrigen Wahl wird die Bundeswahlbehörde am Mittwoch, dem 1. Juni 2016, feststellen. Ich darf von dieser Stelle dem neu gewählten Bundespräsidenten zu seiner Wahl gratulieren. Jetzt ist es amtlich. Alexander van der Bellen ist der nächste Bundespräsident der Republik Österreich. Er hat 50,3% der Stimmen erzielen können. Norbert Hofer als Zweiter 49,7%. Bis dieses Endergebnis wirklich amtlich ist, da müssen noch diverse Einspruchsfristen, wenn es Anfechtungen geben sollte, abgewartet werden. Das wird zwischen 1. und 9. Juni der Fall sein. Wenn es dann keine Einsprüche gibt, ist es wirklich amtlich. Aber jetzt wissen wir, dass das Ergebnis dieser mit so großer Spannung erwarteten Wahl. Und da gibt es jetzt sicher noch genug und viel darüber zu diskutieren und analysieren.